Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Sky Sport News HD. Wir hoffen, Sie sind gut reingestartet und es wird noch besser. So, tadam! Also, ich bin bereit, wir können loslegen. Los geht's. Jetzt heißt es für alle Beteiligten, ranklotzen. So, 5 Tage noch, dann startet die Formel 1. Wir wollten wissen, was hat denn München zu bieten? Wer hat das Talent? Wer hat den gewissen X-Faktor? Das gewisse Etwas. Kommt mal mit. Die Mission 5. Stern soll starten. Und ich schnapp mir ein Tandem, meinen Kollegen Christian Dürn, und wir fahren dann in Richtung Flughafen, holen den FC Bayern ab, wollen dort ein bisschen feiern. Gott sei Dank ist der Weg ja nicht ganz so weit. Jetzt reagiert die Mannschaft, aber man hat das Gefühl, von außen kommt nicht viel. Was ist los mit den Fans? Können Sie damit auch die Kritik verstehen, dass man sagt, das war jetzt nicht gerade ein Kampf auf Weltmeisterniveau? Wie bitte? Jetzt kann man ein bisschen vormachen. Nicht so, sondern so geht's weiter. Bis gleich. Sky Sport News HD ist live vor Ort mit 20 Reportern, 24 Stunden am Tag im Einsatz. Die ganzen Mitarbeiter sind noch hier für uns zur Stelle. Die arbeiten noch fleißig. Schön gelächelt. Dann übernehme ich wieder. Willkommen zurück hier bei Sky Sport News HD. Wir haben schöne Geschichten gehört über Huddersfield. Zum Beispiel, dass die Engländer sich so ein bisschen zieren, nackt in die Sauna zu gehen. Dieses körperbetonte Spiel, das liegt ihnen. Und wollen natürlich auch über ihren Ex-Verein sprechen. Kennen Sie die Continuare? Ma sinceramente... L'idea è quella di fare un grande anno. Luca Toni hat uns schon viele Einblicke gegeben. Wir durften eine Kostprobe seiner Deutschkenntnisse erleben. Wie geht's? Was machst du? Frau übernachten. Haben über seinen neuen Verein, seine Karriere als Wandervogel und über seine Probleme mit Van Gaal gesprochen. Er hat noch mehr zu erzählen. Zu Van Gaal, aber natürlich auch zu positiven Erlebnissen aus seiner Zeit bei den Bayern. Sono un angelo disteso al sole, parla di vero amore e autobiografica e la dedichi alla tua famiglia. Tuo italiano è perfetto. Oh, grazie. Buon Natale. Buon Natale. Mi raccomando. Und wenn Sie jetzt erst einschalten und sich wundern, Mensch, warum Sie bei Sky heute so bunt sind, das ist das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft. Ja, du bist bunt im Kopf. Ja, natürlich. So, jetzt haben wir uns einen Überblick verschafft. Jetzt wollen wir natürlich auch nicht die News vergessen. Ach komm, wir sind bei Sky. Ich sag einfach, die Top 3 kann ich schon mal sagen. Toni Kroos, Leroy Sané oder Loris Karius. Also das sind die Spieler des Jahres. Ich wollte unbedingt wieder mit dabei sein. Genauso wie viele ehemalige Preisträger, Nominierte und auch Partner vom deutschen Fußballbotschafter. Für uns natürlich ein perfekter Grund, den Meister der 1000 Stimmen, Kreisliga-Gott und fast Ex-Profi einzuladen, Matze Knupp. Den einen oder anderen Ansatzpunkt versteht man, aber wie gehen Sie daran? Dreh dich ruhig immer schön um, Markus, weil nicht, dass sie dir mal zujubeln und du verpasst das Ganze. Man könnte fast sagen, was hat Superstar Cristiano Ronaldo eigentlich nicht? Jetzt wurde auch noch ein Flughafen nach ihm benannt. Interessant. Aber schön auch, wie Sammy Khedira ihr über die Schultern gestreichelt hat, so wie ein Mädchen. Was machst du denn hier draußen? Komm doch bitte wieder rein. Wir bleiben natürlich in der Königsklasse. Schauen, was mit Emre Can ist oder mit Bastian Schweinsteiger. Wir wollen ihn natürlich fragen, ob vielleicht dann der ein oder andere jetzt die Chance bekommt, ja? Danach zurück. Und noch ein paar Alternativen jetzt reinbringen. Wäre zwar für den Sender gut, aber ich mache nicht alles, was für den Sender gut ist. Man muss auch zu sich selber stehen. Ach, schade auch. Liebchen. Aber noch ganz kurz, ist es Liebchen? Lass es. Ja gut, dann brauchen Sie gar nichts mehr sagen. Francesco Totti. Volksheld und lebende Legende, das ist Francesco Totti. Und wenn man sich seine Karriere einfach mal in Zahlen vorstellt, alleine 237 Ligatore machte er für den AS Rom. Heute, wie gesagt, die Generalprobe gegen Österreich sehen Sie live bei uns ab 18:30. Mit schönen Bildern, allen Infos hier bei Sky Sport News HD. Und wie sagte Vincent van Gogh so schön, Liebe unter Brüdern ist eine starke Stütze im Leben. Verdammt nochmal, würde ich jetzt auch gerne sagen, ja. Weil es ist leider schon wieder zu Ende. Ich habe mich gefühlt, als ob ich hier irgendwie 20, 30 Gäste neben mir hatte. Vielen, vielen Dank, ja, Matze Knob. Natürlich, sehr gerne. Eigentlich habe ich mir überlegt, ich bleibe jetzt noch ein bisschen beim Christopher. Es war so lustig und gemütlich. Was soll ich mal, draußen wir wollen noch mal in den Regen? Eitchen in voller Pracht hier noch mal einmal zeigen. Jetzt sehen die Leute auch, wie viel wir hier trinken werden. Sonst heißt es, glaub, die Walker hat nicht aufgeräumt. Tschüss, so. Lieber Christopher. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Viel, viel Spaß. Bis morgen früh. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren bei Soko plus Wismar. Bis zum nächsten Mal.